Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dominik und ich nehme dich heute mit zu meinem allerersten gezielten Ansitz auf Aal hier bei uns am kleinen Vereinssee. Ich hoffe, dass ich dir heute live einen Aal vor der Kamera zeigen kann, werde dir aber auch auf jeden Fall genau erklären, welche Köder ich heute angel und auch, ja, was für Gerät ich dabei habe und welche Montage ich heute einsetze. Drück mir die Daumen und wir sehen uns gleich wieder. Ich bin fertig mit dem Aufbauen. Ging jetzt super schnell, weil ich heute nur mit Teleskoprouten unterwegs bin. Beziehungsweise ich habe eine Steckroute und zwei Teleskoprouten. Und jetzt will ich euch mal im Detail vorstellen, wie ich heute hier angeln möchte. Ich schwenke die Kamera dazu kurz mal rum und zeige euch mal hier vorne den Uferbereich, den ich heute befischen will. So, ihr seht jetzt im Hintergrund, also hier befindet sich direkt am Ufer ein schönes, großes, ausgedehntes Seerosenfeld. Das will ich heute befischen. Und zwar habe ich hier als rechte Route eine 5,5 Meter lange Stellfischroute mit einer Freilaufrolle, geflochtener Schnur und vielleicht seht ihr das im Hintergrund, ja, eine ganz einfache Laufschwimmermontage. Kann ich nachher mit einem Knicklicht noch versehen, das ist also so eine Knicklichtpose als Laufpose, wie gesagt, montiert und die werde ich dann da im Hintergrund direkt unter der oder sehr nah an der Rutenspitze positioniert angeln, direkt an der Seerosenkante. Die Mittelroute ist eine relativ leichte Teleskoproute, hat nur 40 Gramm Wurfgewicht, hat aber eine Rolle mit 35er Schnur dran. Und auch da habe ich eine ganz einfache Laufposenmontage montiert. Ihr seht es hier im Hintergrund, also wirklich nichts Besonderes, auch hier mit einer Knicklichtpose, sodass ich dann nachher im Dunkeln auch, ja, meine Schwimmer erkennen kann. So, die dritte Route, das ist jetzt eine Steckroute. Ja, so eine mittelschwere Karpfenroute, blende ich euch hier mal ein, also 3,30 Meter lang, 2-3 Viertel Pfund Testkurve. Kleine Rolle drauf mit 35er Schnur und ihr seht es, eine ganz einfache Laufbleimontage. Ja. Einfach hier ein leichtes Blei, das hat so ungefähr 35, 40 Gramm. Eine Gummiperle zum Stoppen vor dem Wirbel und das Blei ist eben an so einem, ja, ihr seht es hier, an so einer Laufperle oder Laufbleiperle montiert. Haken habe ich hier einen relativ kleinen Aberdeen Haken, der hat, meine ich, Größe 6. Den habe ich auch hier an der Posenroute dran und an meiner Stellfischroute, da habe ich einen größeren Haken dran, weil ich es eben dort an der Stellfischroute mit einem etwas größeren Köder versuchen möchte. Und zwar einer Fisch- oder Fischstück-Wurm-Kombination. Ich werde aber die Köder so ein bisschen wechseln nachher, so zwischen diesen drei Routen. Wobei die Grundroute werde ich relativ statisch an dem Fleck belassen. Die werde ich auch ein paar Meter weiter hier rauswerfen. Wir haben hier nämlich im Hintergrund, ja, so eine Vertiefung, kann man sich vorstellen. Da geht es wieder ein Stückchen hoch, also fast so eine Art Sandbank. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass die Aale heute in der Dämmerungsphase und heute Nacht dann hier in dieser Rinne entlang ziehen, vielleicht Richtung Seerosenfeld, vielleicht auch hier schon fressen. Wir müssen halt mal gucken, wie es heute vom Licht ist. Wir haben Juni, Mitte Juni, das bedeutet, ja, wir haben super lang Sonnenschein, super lang Tageslicht heute. Sonnenuntergang ist, glaube ich, so gegen 21:45, aber so richtig dunkel wird es eigentlich erst ab, ja, 10:30, 11 circa. Das heißt, da ich heute bis 0 Uhr angeln werde, werde ich maximal eine Stunde wirklich in der Dunkelheit auch angeln. Es ist super heiß, ihr seht das wahrscheinlich hier, meine Stirn gibt es wahrscheinlich schon so die eine oder andere Schweißperle. Ja, wird auf jeden Fall ein richtig warmer Abend, aber das mögen ja bekanntlich die Aale und ich hoffe jetzt einfach mal, dass heute auch ein Aal, ja, uns beehren wird oder mich beehren wird.
ganz, ganz wichtig natürlich, wenn man im Sommer an solchen schwülen Abenden angelt, ist ja ein richtig guter Mückenschutz. Ich habe mir hier so eine praktische Flasche besorgt oder besorgen lassen von meiner Frau. Ich kann mich hier mit dem Karabiner an seinem Rucksack befestigen und ja, ist somit immer bestens ausgestattet und gegen Mücken geschützt. Ich habe mich jetzt noch nicht eingesprüht, weil ich werde gleich beködern, die Ruten ausbringen und erst dann den Mückenschutz aufbringen. Ich weiß nicht genau, ob die Aale wirklich diesen Geruch nicht mögen oder sich davon vertreiben lassen, aber ich will hier auf keinen Fall irgendwas riskieren in diese Richtung. Als Köder werde ich ja, Mistwürmer verwenden, habe leider keine Tauwürmer dabei und ja, werde so eine Art Chibab-Chichi-Beköderung machen. Das heißt, die Würmer kleinschneiden und dann eben so die einzelnen Stücke auf die Haken aufhebeln und eine Rute eben mit einem Fischstück und einer Wurmkombination bestückt ausbringen. Ich mache jetzt die Ruten fertig, bringe sie aus, dann mache ich es mir hier auf meinem Campingstuhl gemütlich. Ich habe ein kühles Bier dabei, genug zu trinken, zu essen nichts. Ich komme ja quasi vom Abendessen, wird heute ein Kurzansitz in die Nacht rein. Wir haben jetzt ungefähr 8:15, schätze ich mal. Ich habe schon eine Weile nicht mehr auf die Uhr geschaut. War hier im Hintergrund noch ein Platz füttern auf Karpfen und auch hier an einem Nachbargewässer für die nächsten Tage, für ja, meinen nächsten Karpfenansitz. Wenn du kein Abonnent bist und dich ja, das Angeln auf Karpfen interessiert, da gibt es bei mir auf dem Kanal schon einige Videos zu diesem Thema und es werden auch laufend neue Videos kommen. Das heißt, wenn du noch kein Abonnent bist, unbedingt nachholen, unten auf Abonnieren klicken, Glocke aktivieren, da bekommst du automatisch eine Benachrichtigung über jedes neue Video, was von mir erscheint. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt die Ruten fertig und dann sehen wir uns gleich hoffentlich wieder mit einem Fisch oder einem kleinen Zwischenresümee. So, kurzer Zwischenstand. Ja, bis eben waren noch zwei Freunde von mir da. Wir haben uns gut unterhalten. Deswegen habe ich aber in der Zeit jetzt ja, nicht gefilmt, denn viele Freunde von mir, viele Angelkumpels wissen gar nicht, dass ich einen YouTube-Kanal habe, beziehungsweise ja, wollen natürlich auch nicht vor der Kamera erscheinen. Es ist jetzt 9:15. Und bisher ist leider noch nichts gelaufen. Ich hatte so ein paar zaghafte Zupfer an der ganz rechten Rute mit dem Wurm bzw. den Würmern vom Seerosenfeld. Aber ich vermute einfach mal, dass ein kleiner Weißfisch war oder auch vielleicht ein kleinerer Barsch. Hab dann auch mal angehauen, als die Pose so seitlich weggezogen ist, aber ja, hing nichts dran. Die Rute habe ich auf jeden Fall frisch beködert. Die anderen Ruten habe ich auch regelmäßig kontrolliert. Köder sind frisch, sind im Wasser und jetzt beginnt so langsam die heiße Phase. Es ist jetzt natürlich noch heller, als das hier auf der Kamera den Anschein hat, weil die Kamera einfach doch nicht so sich an die Dunkelheit natürlich anpassen kann wie unser menschliches Auge. Ich brauche jetzt hier auch das Kameralicht. Bin aus dem Grund auch ein Stückchen weggegangen von meinem Angelplatz, um eben nicht die Fische zu verscheuchen, weil ich relativ ufernah fische und gegen Weißlicht sind viele Fische, gerade nachtaktive Fische, Aale, Zander, Welse und so weiter, ein bisschen allergisch. Das so als kurzes Zwischenfazit. Die Köder habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, aber ich denke, es war selbsterklärend. Fischstück mit Wurm in Kombination auf dem entsprechenden Haken. Ich denke, ja, da kann man nicht so viel falsch machen. Gut, ja, ich habe mir das zweite Bier aufgemacht, beziehungsweise hatte eben gerade einen Radler. Ich muss ja noch ein bisschen im Auto fahren, deswegen bleibt es auch heute Abend natürlich bei einem Bier. Werd bis ungefähr 0 Uhr bleiben heute. Wenn noch was geht, ja, seid ihr auf jeden Fall mit dabei, dann schalte ich natürlich die Kamera wieder an. Hoffe auch mal, wenn was geht, dass ich dann den Biss bzw. den Drill mit aufnehmen kann. Und ansonsten hören wir uns gleich zum kleinen Abschluss, Fazit. Oder ich werde ein Video aus einer meiner nächsten Session auf Aal hier hinten dran schalten, nachschneiden sozusagen. Also in jedem Fall bis gleich und drückt mir weiter die Daumen, dass hier heute noch was läuft. Aal, Wels, ganz egal. Ich nehme alles. Nee, ihr werdet es nicht sehen können im Hintergrund, aber ich habe gerade einen Biss an der Rute mit Köderfisch und Tauwurm. Ich traue mich jetzt noch nicht so ganz, das Licht anzumachen. Ich warte, bis der Fisch den Köder voll genommen hat und ich angeschlagen habe und den Fisch auch im Drill habe. Ja. Oh. Krass. Mist. Das war jetzt wahrscheinlich die Chance gewesen des Abends. Komplett abgefressene Haken. Ich werde jetzt schnell neu beködern, Licht ausmachen. Und dann kommt der Fisch hoffentlich nochmal zurück. Boah, sehr ärgerlich. Scheiße.
Ja, gerade eben hatte ich wieder einen Zupfer an der Route mit Pose direkt vor mir, die mittlere Route. Ja, beködert mit einem Stückchen Köderfisch und mehreren Würmern. Ich werde jetzt kein Licht anmachen, ich werde die Kamera mal laufen lassen. Mal schauen, was weiter passiert, aber es war definitiv gerade ein Zupfer. Wenn es kein Schnurrschwimmer war, dann interessiert sich wieder ein Fisch für meinen Köder. Es ist jetzt ungefähr 11 Uhr, kurz vor 11 müssten wir jetzt haben. Und ja, es ist schon richtig dunkel geworden. Ich denke nicht, dass jetzt irgendwie Barsch oder sowas unterwegs sind. Also ja, muss eigentlich ein Aal gewesen sein oder ein Zander. Aber mal abwarten. Ich lasse die Kamera jetzt noch ein paar Minuten laufen. Mal gucken, ob sich da noch ein richtiger Biss draus entwickelt jetzt hier. Mal abwarten. Drückt mir die Daumen. Ich fische die Route also ja am Fuße der ersten Uferkante. Das habe ich also ganz klar feststellen können, weil die rechte, die nur ein paar Meter weiter rechts liegt vor den Seerosen, ihr habt das vorhin gesehen, die muss ich deutlich flacher stellen, wie die Route jetzt in der Mitte. Also dort ist es richtig tief, schwer einzuschätzen, aber ich denke mal so um die 4 Meter, 3,50 Meter, 4 Meter ungefähr. Und da ich genau dort an dieser Stelle vorhin auch die Aktion hatte, den Fehlbiss oder den Fisch, den ich nicht haken konnte, vermute ich jetzt mal ganz stark, dass dort tatsächlich die Fische an dieser Kante, an dieser ersten Uferkante entlangziehen heute Abend. Und es zoppelt schon wieder an der mittleren Route mit dem Köderfisch und dem Wurm in Kombination. Relativ zaghaft. Also ich meine, dort wo ich jetzt fische, müsste ich eigentlich am Grund liegen. Kann aber gut sein, dass ich auch über dem Grund, also knapp über dem Grund bin. Weil bis vorhin, da hat die Pose richtig unter Wasser gezogen. Also nicht einfach nur zur Seite, sondern richtig runter. So. Es ist natürlich wieder Ruhe eingekehrt. Ich werde die Kamera trotzdem mal laufen lassen. Wie vorhin, und das war jetzt schon ein deutlicher Anfasser. Mal gucken, wie das hier jetzt weitergeht. Ich hatte eigentlich geplant, nur bis um 12 zu bleiben, aber ich denke mal, dass ich es ausweiten werde, so halb eins, eins. Ich will zwar eigentlich, oder wollte eigentlich morgen früh um 8 Uhr joggen gehen, oder mal halb acht vor der Arbeit, um die kühlen Temperaturen zu nutzen am Morgen. Soll morgen wieder richtig heiß werden, deutlich über 35 Grad. Aber wenn es jetzt hier so weitergeht mit der Fischaktivität, dann werde ich heute, glaube ich, verlängern und dann morgen spontan entscheiden, ob es zum Joggen reicht oder ob ich zu müde bin und etwas länger im Bett liegen bleibe. Mal schauen. Schaut mal hier. Der Zielfisch. Es hat geklappt, super. Auf Fisch-Wurm-Kombination. Gleich mal versuchen zu messen, der könnte maßig sein. Oh, super, klasse. Ein richtig schöner Aal heute Abend. Ich wusste es. Oh, klasse. Ich muss mich erstmal sammeln hier. Bin voll geblendet durch das Kameralicht gerade. Ich hoffe, ich sehe nicht zu bescheuert aus. Klasse. Ja, was soll ich sagen? Ihr wart ja live dabei. Habt gesehen, dass ich mehrere ganz zaghafte Bisse hatte. War auch kein richtig großer Aal. Habe mit einem relativ großen Köderfisch geangelt. Also einem halben toten Köderfisch und Wurm. In der Kombination mit einem großen Haken. Ich vermute auch mal, dass das der Grund war, warum der Fisch beim ersten Biss nicht hing. Wenn es der gleiche Fisch war, dann hat er jetzt das war der dritte Anlauf, endlich so gut gebissen, dass ich eben den Anschlag durchbringen konnte. Ich bin mega happy. Hat mir auf jeden Fall bewiesen, dass die Fische hier an dieser ersten Uferkante entlang ziehen.
weil die andere Route, die draußen auf Grund liegt, ein paar Meter weiter draußen in dieser Rinne, überhaupt gar keinen einzigen Biss gebracht hat. Es hat vorhin einmal gepiepst, aber da ist sicherlich ein Fisch in die Schnur geschwommen. Und die andere Route, die super flach am Ufer vor den Seerosen liegt, die hat eigentlich nur bei Tageslicht so ein paar ganz, ganz zaghafte Bisse gebracht. Ich denke mal, dass es kleinere Weißfische oder Barsche waren. Ja, wir haben jetzt bald 12 Uhr. Ich denke, ich werde so eine halbe Stunde wahrscheinlich noch verlängern. Vielleicht noch eine Stunde, mal gucken, wie ich jetzt noch drauf bin und was sich jetzt noch tut hier. Wenn noch was geht, seid ihr natürlich ja, live dabei. Ansonsten hoffe ich mal, dieses kurze Video hat euch Spaß gemacht, hat euch ein bisschen Freude gemacht. Und ja, wenn dem so war, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, gerne auch einen netten Kommentar oder natürlich auch eine konstruktive Kritik. Wenn du noch kein Abonnent bist meines Kanals, dann ja, klick unten mal bitte auf Abonnieren, aktiviere dann auch die Glocke, dann wirst du automatisch über jedes neue Video von mir informiert. Also wie gesagt, ich werde jetzt hier noch ein bisschen in Ruhe weiter angeln. Wenn noch was geht, werdet ihr gleich nochmal ja, mich sehen vor der Kamera mit Fisch. Ansonsten war das hiermit das Outro. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr mir zuschaut. Vor allem ganz viel Erfolg und Spaß euch am Wasser bei eurem nächsten, vielleicht dem ersten Aalansitz in diesem Jahr. Ich freue mich auf das nächste Video für dich und hoffentlich wieder mit dir. Mach's gut, bis bald.